So Freunde, sind wir live? Das Wetter ist geil, wir wollen fahren. Ich bin das schlechteste Snowboardfahren, aber gestern ging's. Ich wünsche euch viel Spaß. Mit dabei ist Adi, der ist ultra pro. Natürlich als Schweizer, ich kann rückwärts fahren. Der geht früher noch in den Park, also in so einen Stuntpark. Mein Bruder war auch mal sehr gut im Snowboardfahren. Ist jetzt mal gefahren, wo er 14 war, ist auch 10 Jahre her. Genau wie bei mir, 8 oder 10 Jahre her. Hier müssen wir direkt Fullspeed, die Strecke. Okay. Die Strecke kennen wir von gestern. Aber man muss dazu auch noch ganz kurz sagen, Chat, einfach als Information. Dieser Mann hier hat 2 Stunden geschlafen und schickt mir heute Morgen ein Bild aus dem Bett. Komplett wasted und zackt, in 15 Minuten beim Lift. Und da ist er. Da bin ich. Abfahrt. Hört man uns an, dass wir 12 Stunden geschlafen haben? Unmöglich. Hört man uns nicht an, ne? Das hört man nicht. Ja, so Halsweh, so Schluckweh? Ja, man hat so ein bisschen eine rauere Stimme. Aber ist geil, ne? Welchen Song würdest du singen, Adi, wenn du eine rauere Stimme hast? Maybe lock them door and turn the lights down low. Ich kann leider nicht weiter singen. Maybe lock the door and turn the lights down low. Put some music on. Boah, ich seh zum ersten Mal die Berge. Das ist überhaupt gar nicht wie in Schleswig-Holstein hier. Schleswig-Holstein-Hamburg? Nee, noch nördlicher. Der höchste Berg ist da 20 Meter. Ah. Auf 500.000 Kilometer. Imagine, du triffst einfach Trimax, der echte, ja, in St. Moritz. Viel Spaß noch. Danke. Viel Spaß noch. Und dann fällt's los. Holy shit. Krass. Warum mal Offroad kurz? Ich fahr nie wieder Offroad. Das sieht aus, als würde das so richtig geiler Schnee sein, wo man so durchslidet. Alles Eis. Das ist kein Eis, das ist einfach Steine. Weiter. Offroad ist scheiße. Oh mein Gott, Hanna, kannst du mir hinterherfahren und mitspringen? Ganz normale Kamerafrau. Ganz normale Aufgaben. Spring jetzt! Du springst? Ich spring jetzt! War nicht so cool, oder? Was sagt der Chat? Weiß nicht. Sah es ein bisschen cool aus oder so gar nicht? Geil. Echt? Hab mehr erwartet. Krass, mega hoch gesprungen. Da kommt jetzt gleich Max runter, wenn alles gut geht. Max wird gleich einfach kommen. Da wird es raus. Ah, da ist er! Oh nee! Ich finde, du bist genug gesprungen. Aber reicht doch. Komm mal kurz. Sag mal ganz ehrlich, wie scheiße fahren die? Ja, 3 von 10. 3 von 10? Schon sehr scheiße, ne? Ja. Okay, zeig mal, wie man richtig fährt. Wow. Ja, bisschen mehr Hüftknick. Mein Vater ist der Geschäftsführer. Von hier? Ja. Was, dein Dad ist ja Geschäftsführer von diesem Skigebiet? Ja. Wie reich ist dein Dad? Nicht wirklich, aber. Nicht wirklich? Oh, halt Schweizer. Okay, ja. Okay, ey, tschüss. Wir müssen zu den anderen. Ja. Entschuldigung. Kann ich dir schnell das Foto für uns machen? Ja. Also ist das Video. Das läuft schon. Einfach nur mal heben. Und wir stehen dann da rein. Läuft schon. Genau. Grußvideo für die Eltern, für unsere Eltern. Hallo Mami und Papi. Hi. Hallo. Hallo Mami und Papa. Wir sind es, St. Moritz. Liebe Grüße. Danke. Corvilla. So. Tschüss. Ciao. Ciao. Hey, ich dachte, wir machen ein Bild. Nein. Nee, Grußvideo. Raff, danke schön. Danke. Frohe Abfahrt. Danke. Nee. Singt aber geil, das setzen wir durch. Und Chat, ja. Ich sage jetzt auf der Piste frohe Abfahrt. Wir haben gerade den Bruder von Hugo gegrüßt. Der heißt Raffi. Nein. Nein, der hat keinen Bruder. Was? Nein, ihr Bruder heißt Raffi. Ihr Bruder heißt Raffi. Ach so. Was? Du hast einen Bruder, der Raffi heißt. Ja. Und den haben wir gerade zu viert gegrüßt. Ja. Weiß er das schon? Nein. Ah, spannend. Ist der jünger oder älter? Älter, 5 Jahre. 5 Jahre. Der wird es nicht sehen. Das ist auch ein junger Boomer. Ja, egal, warum sagst du, der wird das nicht sehen? Wir haben es doch gerade für ihn aufgenommen. Achso, ja, ich schick's ihm. Danke. Das klippen deine Eltern und die schicken dir das. So, wollen wir mal ansatteln? Ja, satteln. Man. So, Freunde, es geht auf mich. Ihr seid so geil am Film. Bitte. Nee, ohne Einschlagen. Hey, gute Fahrt, Jungs. Gute Fahrt. Hey, der Moment war gestern leider nicht drauf. Wer hat die beschissensten Haare unterm Helm? Ich würde sagen, Adi beginnt. Okay. Adi beginnt. Wer hat die beschissenste Frisur? Süß. Zeig mal. Oh, die Welle gefällt mir. Geht. Oder hinten ist geil. Aber du hast so ein Haarausfall. Hinten ist geil. Hinten. Nee, da ist was drüber. Nee, nee, nee. Bei dir. Wirklich? Ich bin immer High Contender. Ich spiele immer ganz oben mit, wenn es darum geht. Dreh dich mal. Geschwitzt hast du, ne? Ja. Ich hab gar keine Ahnung, ich hab noch nie einen Helm getragen.
Alter. Ist das? Komm mal runter. Hättest du gern gewonnen? Nee, also ich hab doch ganz klar gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Ich denke, ich finde diesen Berg vor uns so hoch, dass ich da sogar. Ich finde das wahnsinnig beklemmend und ängstlich werde ich da. Findest du nicht? Ich stell mir vor, ich bin da gerade oben auf der Spitze. Ich würde da niemals lebend runterkommen. Digga, ich hab gestern Abend so viel gegessen. Max, lass uns Käsespätzle und Raclette. Halt doch mal die Fresse. Digga, dann kann ich nicht mehr mich bewegen. Ich hab so schon Probleme. Hast du mich mal fahren sehen? Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist Käsespätzle und Raclette-Käse. Ich kann noch nicht mal richtig die Piste runterfahren. Warum sind da so Stücke drin? Was hast du mir erzählt? Was ist Skiwasser? Himbeersoft. Nee, das ist mit richtig großen Stücken unten. Das ist mit Schuss? Aber das ist mit einer Himbeere drin. Ist das mit Alkohol? Da ist ein halber Wodka drin. Nein. Skiwasser. Das ist für Kinder. Also das Kind bestellt mir mit Skiwasser. In Österreich, ich weiß, brauche ich alles zu. Ab 14 ist in Österreich mit Schuss. Okay, gut. Und ab 14 kann jeder auf einmal 360 auf Skiern. Das ist richtig schön sauer. In der Zitrone. Ja. Gleich kommen Marc Eggers und Carsten hinter der Kamera und dann fahren wir noch weiter schön. Da sind sie, ey, so geil, ich hab so Bock auf die beiden, ne? Moin, alles klar? Ja, ist auch krass. Steh mal nicht so am Abgrund, Alter, übel stressig. Oh ja, Alter. Ah, hingefallen, scheiße. Aber nur im Stand. Ich probier was. Alter, 180, im Stand. Oh, ich fahr noch, Leute. Noch muss ich nicht abschnallen. Ja. Hallo. Entschuldigung für die Störung. Oh ja. Ich bin ein Fan. Oh ja, und? Willst du ein Foto machen? Gerne. Ja, mach doch schnell eins. Carsten wartet da hinten, wir müssen weiter. Ich bin von zu Hause. Von zu Hause? Extra hierher gekommen. Wieso, wo bist du denn zu Hause? Hier in St. Moritz, aber. Du wohnst in St. Moritz? Ja. Oh krass. Ey. Gerne. Danke. Sehr gerne. Ich lieb dich, Digga. Ey, danke, Mann. Ey, apropos 1. April, hast du schon mein Instagram gesehen? Nee, was hast du gepostet? Oh, ich eigentlich sagen doch. Doch, guck mal lieber die Story rein. Hanna nennt dich immer Mike, die denkt, du heißt Mike. Gleich kommt noch Mike Eggers zusammen mit Carsten hinter der Kamera. Das soll auch was sehen. Mike Eggers, jetzt drück drauf, drück auf Mike Eggers. Nee. Der ist 63. Ey, guck mal, der hat am Anfang 7 Follower, jetzt hat er schon 33. Echt, wirklich? Mike Eggers ist jetzt am Start. Bitte alle Mike Eggers folgen, Digga. Ey, Leute, einfach mal auch Mike Eggers folgen. Ey, ist das geil, Digga, gleich kommt. Warte nicht, 2 Wochen zusammen auf Mykonos? Wieso denkt sich, du heißt Mike Eggers? Du magst Musik auch grundsätzlich gern. Ja, ja. Hurra, die Gams. Hurra, die Madel. Hurra, die Wurm. Und außer mit die Hase. Den Song habe ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben gehört. Aber auf wie auf den Berg und ober mit die Ski. Ein in die Hütten und die Hände in die Höhe. Außer mit die Hase und einem Jagertee. Heute ist es schön. Hey, hast du auch noch nie ist gehört? Ist das ein TikTok? Nee, kenn ich gar nicht. Das ist ein Chili da, Der ist der DJ auf den Bergen und der rockt das Haus und die Leute flippen aus. Oh, der klingt cool. Aber den kenne ich auch nicht. Das sind alles Ischke-Songs? Das sind Apfelschieß-Songs. Also das ist doch hier keine Familienpiste. Warum ist die blau? Hier steht Familienpiste blau. Guck mal, wie wir hier runterfahren müssen. Ist viel zu steil, die Piste.